Willkommen zu Pen Paper, das Gesetz. Rollende Würfel. Hashtag rollende Würfel auf Twitter, auf allen Social Media, falls da irgendjemand mal zuschaut und irgendwie mal sich irgendwie da was posten will. Das etwas andere Politikabenteuer. Ihr seht es hier schon, wir haben hier ein Bundestagbild vor uns in Roll20 und im Stream auch zu sehen. Für die Leute, die neu sind und absolut noch gar nichts, was ich für einen Skandal halte. Für die Leute, die noch gar keinen Pen Paper von uns gesehen haben, noch Pen Paper die Herrschaft der Schatten, Pen Paper Space Shift noch nicht gesehen haben, da haben sie wirklich was verpasst. Aber soll es geben, da das auch ein One-Shot ist, hier mal kurz die Erklärung, was überhaupt Pen Paper ist. Pen Paper, für die, die es noch nicht wissen, ist ein Abenteuer, in dem bei uns meistens vier Spieler, manchmal auch weniger, mehr dürfte nicht vorkommen, miteinander spielen und ein Abenteuer erzählen, was ihnen ein Abenteuer erleben, was der Spielleiter, also ich in diesem Fall, ihnen erklärt. Also ich erzähle als Spielleiter ein Abenteuer und die Spieler erleben das nach, was ich ihnen erzähle, und ich bin dabei deren Augen, Ohren, Nase, Mund, also alles, was sie riechen, hören, schmecken, fühlen können im Abenteuer, erkläre ich als Spielleiter ihnen, und alles, was sie im Abenteuer machen, also ich gehe nach dorthin, ich gehe nach rechts, ich gehe nach links, ich hebe das hoch, ich werfe das, das tun die Spieler im Abenteuer. Selbst. Werdet ihr nachher noch sehen, das wird sich dann alles beziehungsweise hören, weil Pen Paper ist weitestgehend doch, also die Erzählung, also ihr braucht ein bisschen Fantasie als Zuschauer, doch als Spieler, um das zu verstehen, um das mitzukriegen, weil ohne Fantasie hört ihr dann hier nur ein paar Leute, die miteinander quatschen und sich Geschichten erzählen, und ein bisschen Vorstellungsvermögen gehört es dazu auch noch. Wir spielen hier online im Roll20 Würfelprogramm. Da gibt es so schöne Bilder, die ich hier als Spielleiter eingeblendet habe. Da gibt es noch rechts, wie ihr schon im Würfelfenster seht, die Möglichkeit, digital zu würfeln. Ich als Spielleiter habe hier auch ein paar Würfel auf dem Tisch liegen, die ich hier gerade mal würfel neben dem Mikrofon. Das dient dazu, dass man manchmal versteckte Würfe machen kann, was die Spieler nicht unbedingt sehen sollen, was hinter deren Rücken passieren soll. Und würfeln tut man hier im Online-Pen-Paper über die Funktion, die es hier gibt im Browser. Da gibt's einen Roll20, also ein 20er W20-Würfel-Symbol. Und über das Symbol zu Wolfi, die gefragt hat, warum, wie sie spielt, wir spielen die meiste Zeit mit D100 Würfeln. Wird einmal die 100er gewürfelt, und das seht ihr schon als Beispiel, wenn man einmal die 6 gewürfelt. Oder wenn man jetzt mit 5 die 100 Würfeln würfelt, gibt es da auch die 334 daraus. Ja. Man kann das Ganze auch ganz doll voll spammen, damit die Zuschauer auch gar nichts mehr bekommen. Um die Zuschauer jetzt noch mehr zu verwirren, solltet ihr jetzt alles voll spammen. Nein, oh bitte ja, nicht. Oh ja, oh ja. Ich bitte darum nicht, auch für die Zuschauer einfach mal. Ich kann den Chat jetzt nochmal lernen hier. Aber ich bitte darum auch gerade für die Übersichtlichkeit für euch selbst. Vielleicht auch für die Zuschauer da mal ein bisschen. Da nur zu würfeln, wenn ihr auch würfeln sollt. Ja, ansonsten How to Be a Hero-Regelwerk spielen wir mit ein paar eigenen persönlichen Anpassungen und Änderungen, die ich mir selbst die Freiheit genommen und an den einen oder anderen Stellen, weil How to Be a Hero, so würde ich es einschätzen, doch eher für Fantasy-Abenteuer geeignet ist, und wir spielen Real-Life-Abenteuer. Wie der Name schon sagt, Pen Paper, das Gesetz, ist ein Politik-Abenteuer. Es wird in den deutschen. Okay, die Musik mache ich, glaube ich, mal ein bisschen leiser. Wenn ich kann. Ja, es wird viel um Politik gehen. Es ist ein Real-Life-Abenteuer und deswegen an einen oder anderen Stellen
Vielleicht ein paar Anpassungen von mir. Ja, in eure Charakterbögen. Meine Spieler hier, die derzeit sehr ruhig im Hintergrund sind. Was ich sehr toll finde. Du erklärst ja auch was. Das ist bei Mordi nicht selbstverständlich, wenn Mordi den Spielleiter macht, da reden alle quer durchs Beet. Gerade auf euren Charakterbögen ist also soziale Skills sind hier in dem Abenteuer besonders wichtig. Da wir hier ein Real-Life-Abenteuer spielen, wird es jetzt nicht sonderlich solche. Es wird jetzt keine Drachen und Monster und so weiter geben, die man. Also diese Runde, dieses Abenteuer wird jetzt nicht sonderlich auf Kämpfen oder so weiter. Es wird auch Möglichkeit geben zu kämpfen, verspreche ich euch schon mal so. Aber es wird jetzt keine Schwertkämpfe oder Bogenschießübungen geben, dass da insofern sind so eher die Wissens- und sozialen Werte auf den Charakterbögen der Spieler das Wichtigste. Die Charakterbögen haben jetzt hoffentlich die Spieler alle vor sich. Okay. Habe ich mal gerade erfolgreich angezoomt. Ja, ich habe ihn tatsächlich auf, ja. Ich habe es geschafft. Hurra. Ja, ich habe ihn wiedergefunden. Okay. Komplikationen entstanden, dauerten an und wurden überwunden. Ja, nee, noch nicht 100%. Okay, Es zeigt es mir schon wieder falsch an, das heißt, ich werde... Okay, technische Probleme hier bei den Spielern. Ja, das ist gleich gelöst, alles gut. Auf jeden Fall, ich habe eure Charakterbögen auch noch dabei. Ich bitte euch darum, mich an manche Sachen zu erinnern, was ihr für jeder von den Spielern hat. Hat mindestens eine Stärke und eine Schwäche. Da bitte ich darum, da mich so ein bisschen noch da auch für euch, da euch zu dran erinnern. Und da spielt einer der Spieler gerade auf in Roll20 rum. Gibt's auch lustige Sachen, die man machen kann hier. Aber du hast gesagt, man darf nur eine Schwäche haben und nur eine Stärke. Ich hab euch gesagt, ihr müsst eine Stärke und eine Schwäche haben. Nee, ich hatte zwei Stärken und du hast gesagt, ich darf nur eine Stärke haben. Eine Stärke dürft ihr haben. Ihr dürft euch so viele Schwächen geben, wie ihr wollt. Das ist eine Stärke, dass ich euch. Schwächen dürft ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr euch 50 Schwächen geben. Aber ich gebe euch nur eine Stärke. Eine Stärke seid ihr beschränkt, also ja. Das war die Vorgabe. Ansonsten machen wir mal ein Würfelbeispiel, weil Wolfi auch gerade gefragt hat, worum es geht. Ja, Roll20 kenne ich. Und zwar nicht mit 2D100, sondern wir würfeln meistens mit einem D100. Ja, perfekt, sorry. Es wird hier im Würfelfenster noch nicht zu sehen sein, deswegen. Ich würfel hier mal ein bisschen, um das da runter zu kriegen. Also jetzt müsste es gleich im Fenster auftauchen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal würfeln, 1D100. Da ist jetzt gerade eine 55 gewürfelt worden. Und ja, die Spieler haben in ihren Charakterbögen immer Werte. Zum Beispiel, der Klassiker, wo ich alle darum gebeten habe, dass die sich das in den Charakterbogen reinnehmen, ist Mut und Willenskraft. Wenn man da zum Beispiel was besonders Wagemutiges machen will und da besonders einen Doppelsprung an der Wand hoch und da mit einem Sprung, mit einem Rückwärtssprung den Gegner überwältigen will, dann lasse ich die Spieler wahrscheinlich erstmal drauf würfeln. Ob die auch die Mut und die Willenskraft dazu haben, das auszuführen, dieses gewagte Manöver, was eigentlich nicht in ihrem Bereich liegt. Und je höher, also es gibt einen Wert, hat man zum Beispiel einen Wert von, sagen wir mal, 53 auf dem Bogen, das wäre dann hier bei diesem Beispiel, weil wir eine 55 gewürfelt haben, schon verfehlt. Nicht wie, also. Auf dem Brettspiel, was wir haben, bei Mensch ärgere dich oder so, gibt's bei dem 6er Würfel
gilt, wer die höhere Zahl hat, hat gewonnen. Also wer eine 6 hat, das ist schon ziemlich gut. Hier ist das Gegenteil, wer eine niedrige Zahl hat, in diesem System gilt, wer... Also eine 1 ist das Beste, was man würfeln kann, das ist ein kritischer Erfolg. Damit hat man dann das mit Bravour geschafft und hat... Man wird zum Superhelden und hat das geplant, so was man machen wollte, super geschafft. Schlechtes, was man machen kann, ist eine 100 zu würfeln. Das ist ein kritischer Misserfolg. Da scheitert man dann mit Bravour. Da geht es dann komplett in die Hose. Man rutscht aus, fällt hin und schlägt sich selbst dabei. So ungefähr erklärt. Und dazwischen. Wenn man dann eine 53 hat, ist dann halt. Wer dann 52 noch nicht geschafft, eine 53 auch, aber eine 54 ist dann nicht mehr geschafft. So viel dazu. Und damit ich mal jetzt aufhöre zu reden und mal die Spieler ein bisschen zum Reden kommen, würde ich mal sagen, ihr habt nämlich euch alle Charaktere ausgedacht, Charakter gestaltet und... Na, die Werte müsst ihr euch jetzt nicht vorlesen, aber ihr habt euch auch Werte auf euren Charakterbogen eingetragen. Stellt euch doch vielleicht mal vor, mit wem spielen wir denn heute in diesem Abend? Wer sind die Charaktere, die ihr heute Wolfi, Max und Faragorn heute spielen werden? So, Spieler. Wer seid ihr in diesem Abenteuer? Soll ich anfangen? Ja. Dann fang an. Entschuldigung. Mein Partner meinte nur, dass er sich ausgerechnet jetzt den Moment aussuchen muss, um mir nach 3 Wochen wieder zu schreiben. Egal. Wir tun so, als wäre das nicht passiert. Also, ich bin Christine. Ich bin... vergessen, wie alt ich bin. Passiert mal. Ich bin 19 Jahre alt. In dem Alter eigentlich noch nicht so, aber gut. Ich bin 19 Jahre alt. Ich habe meinen Ausdruck vergessen. Ich habe alles über diesen Charakter vergessen gerade. Es tut mir leid. Ein sehr vergesslicher Charakter, also. Eine sehr vergessliche Spielerin. Der Charakter an sich ist nicht vergesslich. Okay. Das will ich nur mal anmerken. So, ich hoffe, ich habe jetzt seit den Hero Forge Charakter, den ich gebastelt habe, noch. Wenn nicht, dann wäre es scheiße. Na, der ist hier übrigens im Stream zu sehen. Das ist die grünhaarige. Ja, genau. Das wusste ich noch, ja. Nee. Warum sollte man seine Charaktere speichern auf Hero Forge? Ja, ich glaube, das habe ich gestern rausgelöscht, nachdem ich, also ich hab hier, nur einen D&D-Charakter sehen wollte. Um dir mal ein bisschen zu helfen, ich habe hier in deinem Charakterbogen drin stehen, dass du keinen Beruf hast, dass du arbeitslos bist. Ja, ich bin arbeitslos. Ich widme mich ganz der linken Sache. Bin in der Szene relativ bekannt, wenn ich mich jetzt halt nicht irre. Ah, na geht doch, ich habe mein Charakterbild wiedergefunden. Hast du dein Charakterbild wiedergefunden? Sehr schön. Ja, ich bin in den Chat hochgescrollt. Hier ist wie immer bei uns alles sehr professionell, also es wird ja alles. Es fängt definitiv schon gut an. Weißt du, aber das ist. Ich kam hier rein und ich kann gerade nicht mehr sprechen. Ah, da soll sich ja. Mordi, ich weiß, dass Mordi zuschaut, dass den Stream, da soll der sich auch nicht zu kaputt lachen. Das lief bei ihm bisher in den Abenteuern genauso. Es ist wenig schlimmer. Es ist also, Professionalität war bei uns noch nie ein großes Merkmal. Das ist da. Das ja, soll ich mal nicht haben. Ja, ich muss sagen, ich bin auch die Discord-Runden gewöhnt. Von unserem Server, wo es halt wirklich gar nicht darum geht, professionell zu sein, weil wir streamen ja aktuell nicht. Ach, ist doch nicht. Man erwartet von uns doch noch Neues. Gerade ich als Spieler hätte bei meinem ersten Abenteuer, mir wird vieles nicht professionell ablaufen. Ja, also, naja, gut, ihr seht ja, wie mein Charakter aussieht. Sie ist wunderschön, definitiv. Also weiblich, sie ist Christine, 19 Jahre alt. Hat keinen Beruf, ihre Berufung ist die linke Sache. Genau. Ja, was ich noch nicht erwähnt habe, was jetzt Christine bzw. Wolfi ganz gut erwähnt hat, ich werde übrigens die Spieler während des Abenteuers mit ihren Charakternamen ansprechen, zu versuchen. Vergib mir demnächst mal,
Verpatzung und mal jemanden mit seinem Nickname, mit seinem Real-Life-Nickname anspreche. Ach. Was wollte ich sagen? Was ich vergessen habe zu sagen vorhin, die Charaktere spielen alle. Also die Spieler spielen alle Charaktere aus dem linken Spektrum. Also es sind Antifaschisten, Anarchisten, links ausgerichtete Personen, die ja dann später am Abend ja dementsprechend Gesinnungen vertreten werden. Ja, so viel dazu. Da haben wir noch zwei andere Spieler. Wer mag weitermachen? Dann mach ich weiter. Ja, ich bin Dani Meyer. Ich bin Metzger. Ich bin 32. Ich bin anarchistisch und ich bin jetzt hierher gekommen, weil ich Urlaub mache eigentlich. Okay. Hast Urlaub? Bist du Urlaub hergekommen? Hast du ein bisschen freigenommen und wolltest mal ein bisschen nach Berlin? Das werden wir gleich erfahren. Ich sag's euch jetzt schon mal. Ihr werdet im wunderschönen Städtchen Dresden beginnen. Und da seid ihr in Urlaub gefahren. Welcher Charakter bist du? Du bist der einzige männliche Charakter hier im Spiel. Du warst der einzige männliche? Ich dachte, das stimmt, ja. Ich sehe der Punk dort, mit dem violetten oder blauen, keine Ahnung, kann das von hier aus gerade nicht einschätzen. Das ist, glaube ich, lila. Violett, ja. Mit dem violetten, wie nennt man diese Frisur, den Punk dort oben? Irokesen. Irokesenschnitt. Ja. Also so sein Hero Forge Charakter sieht folgendermaßen aus. Dann haben wir noch eine dritte im Bunde. Die Dame in Rot. Ja, mein Charakter heißt Jane Swanson, 26 Jahre. Sie ist eine anarchistische Bibliothekarin. Aha. Und mit der Ordnung hält es nicht so sauber. Ja. Ja, die perfekte Anarchie ist, wenn keine Regeln benötigt werden. Aha, nicht okay, läuft von jeder alleine. Jeder darf alle Regeln brechen. Läuft von ganz alleine. Ja. Alles klar. Ja, na dann. Bleibt noch eins, was wir machen müssen, bevor es mit dem Abenteuer losgeht. Ihr habt alle Brieftaschen mit dabei, eure Charaktere haben alle Portemonnaies oder Brieftaschen dabei. Dieses Portemonnaie gehört noch ein bisschen Geld rein. Das würfeln wir gerade mal eben aus. Das tue ich gerade für euch. Da würfe ich mal 2D100. Und das nochmal und das nochmal. Okay, und da haben wir dann also, wenn ich das richtig sehe, das dürft ihr euch jetzt aussuchen, dürft ihr euch jetzt, also einer von euch kriegt 174 Euro, einer von euch kriegt 129 Euro ins Portemonnaie und einer von euch kriegt 148 Euro ins Portemonnaie. Ihr könnt euch drum kloppen, ist jetzt nicht so. Ja, ist mir egal. Stopp dann, ich nehme die 174. Das ist das mittlere. Na, nehme ich das unter. Ich habe vergessen, wie viel es ist. Ich wollte eh das mittlere näher. Das untere ist 148, das mittlere ist 129 und das obere ist 174 Euro. Das habt ihr für dieses Abenteuer in eurem Portemonnaie mit dabei. Portemonnaie mit 148. Das ist das Bargeld, was ihr dabei im Portemonnaie führt. Ich habe nur 148 Dollar dabei. Richtig praktisch in Deutschland. Euro. Ja, ich weiß. Wir spielen mit Euros. Mit Euronen. Und. Ein Euro-Dollar. Was hier auch schon ganz gut zu. Was hier dann auch ganz gut zu sehen ist, das haben die Spieler schon vorher gemacht. Während der Charakterbogenerstellung. Die Spieler haben auch alle
müsst ihr mir jetzt nicht sagen, was ihr habt. Ich weiß auch, welche eure Karte habe. Ihr habt einen verbotenen Gegenstand im Inventar. Ihr habt einen wertvollen Gegenstand im Inventar. Deswegen die Symbole hier auf dem Bild hier. Und drei nützliche Gegenstände durftet euch ins Inventar schreiben auf den Kartenbogen. Das sind die Items, mit denen ihr ins Abenteuer startet. Euer Inventar ist einfach noch relativ klein gehalten und da. Aber ihr werdet die Möglichkeit kriegen, im Abenteuer noch Sachen zu kaufen, zu besorgen, zu finden auf der Straße. Da ist noch was möglich. Gut, ansonsten noch Fragen von den Spielern, bevor es losgeht mit dem Abenteuer? Nö. Okay. Eigentlich nur die Frage, wie sauer bist du, wenn wir uns nicht daran halten, was du für uns geplant hattest? Das ist völlig... Komplett am Erlauben. Ich habe da, dass meine erste Spielleiterrunde ist auch... Ich hatte zwei Proberunden, die ich das mal geprobt habe. Ich bin halbwegs vorbereitet. Das Abenteuer ist so geschrieben und so funktioniert auch Pen and Paper. Die Freiheit, also wie das Abenteuer verläuft, das liegt den leider. Tut mir auch im Herzen weh, aber leider liegt die Entscheidung, wie das Abenteuer verläuft, bei den Spielern. Die Spieler bestimmen, wo es lang geht, was sie tun, was sie lassen, wo sie hingehen wollen. Ich bin ich bin der Spielleiter. Ich sag ihnen, in welcher Umgebung sie sind, was die NPCs tun, schick NPCs, die sie begleiten und die sie umgeben. Da klären die Räumlichkeiten, wo sie sind, wenn sie nicht im Stream zu sehen sind. Ich werde es auch beschreiben, wenn sie im Stream zu sehen sind. Ansonsten, ja. Ansonsten wird vieles werde ich improvisieren. Vieles ist da auch. Pen and Paper besteht aus Improvisation. Das ist da vieles ist da einfach. Vieles läuft nicht nach Plan. Das ist, man kann ein Pen and Paper nicht hundertprozentig durchplanen. Was Zwergi sagen will, ist, er darf uns gar nicht böse sein, weil das ist das absolute Risiko, was er eingeht. Weil es nie funktioniert, dass es so läuft, wie der Spielleiter möchte. Also ich bin dafür, das, wenn wir schon in Dresden starten, dann bleiben wir auch da. Das ist der Spaß für die Armen, bevor ihr euch beschließt, was ihr machen wollt, hört mir erstmal zu, wo ich euch hinschicke. Vielleicht kommt ihr am Ende an, vielleicht auch nicht, das ist ganz euch überlassen. Aber eine kleine, bevor wir losgehen ins Abenteuer, muss noch einen kleinen Disclaimer mal aussprechen, weil das ist ein Real-Life-Abenteuer und es wird einige Überschneidungen mit der Realität geben. Also es sind die NPCs sind alle Charaktere, die es nicht in echt gibt. Namen und Ähnlichkeiten sind rein zufällig, alles was irgendwie ähnlich oder es spielt an echten Plätzen, die es wirklich in der echten Realität gibt, aber es ist alles Fantasie, es gibt auch manchmal humorartige Sachen, die so ein bisschen komischer sind und ein bisschen. Es soll hier nichts zur. Soll keine Anleitung für irgendwelche. Soll bitte nicht sowas nachmachen, also es soll hier nicht. Es ist ein Pen and Paper, es ist ein kreatives Abenteuer, womit drei erfundenen Charakteren spielen. Die NPCs sind auch allesamt erfunden. Das als Disclaimer mal, es ist hier relativ wenig ernst gemeint. Es ist ja, wenn es hier irgendwann gerade Richtung, wenn es um Politik geht, muss man das sagen, wenn hier irgendwas, auch Äußerungen der Spieler sind, so zu betrachten, dass das in ihren Rollen gespielt wird und dass das nicht als ernsthafte politische Statements zu verstehen ist. Das ist alles hier Spiel und Spaß und deswegen habe ich auch gesagt, deswegen ist auch vieles improvisiert, weil das Wichtigste ist hier, dass die Spieler Spaß haben und vielleicht, und das Zweitwichtigste ist, dass die Zuschauer Spaß haben beim Zuschauen und der Rest wird sich schon irgendwie geben. Bei dem Rest werden wir schon irgendwie. Dein Spaß ist ganz am Ende der Prioritätenliste. Auch ich denke, ich werde auch ganz schön viel Spaß daran haben. Oh.
Ich werde dran Spaß. Während dran Spaß haben, die Spieler zu quälen. Spielern beim Scheitern zuschauen ist immer lustig. Ja. Die werdet scheitern, früher oder später. Nee. Da bin ich mal sicher. Notfalls werf ich dem Bundeskanzler eine Kokosnuss an den Kopf. Eine Kokosnuss, okay. Ja, eure. Keine Ahnung. Die Entscheidung der Spieler, das ist komplett euch überlassen. Deswegen auch gerade Disclaimer. Das gerade auch, das wird deswegen auch gerade der Disclaimer, wenn irgendjemand dem Bundeskanzler eine Kokosnuss an den Kopf wirft, ist das natürlich nur für das Spiel und soll jetzt keine wirkliche Bedrohung für den Bundeskanzler darstellen. Das ist alles Pen Paper hier. Also ja, bitte, ja, bitte alle mal die Hose ein bisschen locker machen und mal ein bisschen da ein bisschen, es ist alles hier ein bisschen, mal den Humor ein bisschen einschalten. Wie ein bekannter YouTuber gesagt hat, die nachfolgende Sendung ist nicht für Leute ohne Humor geeignet. Deswegen, ja, nehmt euch zurück entspannt. Weiß auch nicht. Ja. Klingt nach schlechten YouTube-Fakt. So, na dann. Eine Pause brauchen wir jetzt nicht, oder? doch. Jetzt eine Pause, ja. Was ich dich vorhin noch fragen wollte, aber da hattest du dich schon gemutet, wenn wir so in einer Stunde zwei eine Raucherpause machen könnten von 5 Minuten, wäre ich dir sehr verbunden. Eine Raucherpause eigentlich eher nicht, auf zu rauchen, aber ja. Es wird genügend Pausen geben, Ich denke selbstverständlich nur an das Wohl unserer armen, abhängigen Zuschauer. Ja. Auch für die Zuschauer wird es Pausen geben, damit die nicht, ich werde mal schauen, wie es klappt. Erinnert ihr mich daran? Ich sag mal so, spätestens alle 2 Stunden gibt's eine kurze Viertelstunde Pause. Das war bisher bei den Abenteuern auch so. Anderthalb bis 2 Stunden, dann machen wir eine kleine Pause. Das ist sehr gut. Nicht fürs Rauchen, aber. Rauchen ist böse, Kinder. Rauchen ist schlecht, Kinder. Aber Kinder gucken hier hoffentlich nicht so viele zu. Es kann schon manche Szenen geben. Das Spiel ist jetzt nicht ab 18, aber ja. Ab 17. Halt. Oh, das können wir doch ändern. Das wird sich noch ändern. Also wir hatten bisher, wir hatten bisher bei Fantasy-Abenteuern wir hatten schon einen Penisturm im Spiel und wir hatten schon, es ist durchaus alles möglich, wenn man mit Spielern spielt, wir hatten schon abenteuerliche Sachen, also meinem Charakter ist im letzten Fantasy-Abenteuer einen hohen Sack abgeschlagen worden, Im letzten Abenteuer haben wir nur einen Halbgott ausgezogen. Gut, na dann.